أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيره خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, Brüder, unser Thema von heute Abend heißt Ya Baki Antal Baki, das Skalpell und die Salbe. Wir werden heute Abend lesen, auch zum Teil lesen, von der Risale Nur. Habt ihr zurzeit begleitet mich die Risale Nur? Ich nehme meine Quellen aktuell generell oder meine Vorträge bereite ich aktuell von der Risale Nur-Reihe. Ich merke, dass das auch passend zu der Jugend von heute ist und dass da Themen behandelt werden oder behandelt wurden, die zu unserer Zeit passen. Wir werden heute Abend sehen, was mit Ya Baki Antal Baki, mit diesem Zikr gemeint ist und warum es passend ist, auch diese Werke zu lesen. Zum einen Teil werde ich lesen, weil es zum Vortrag gehört. Und zum anderen möchte ich auch einen Denkanstoß mitgeben, dass man sich wieder zur Tradition hin zuwenden sollte. Weil Islam sollte man nicht nur von solchen Vorträgen lernen, sollte man auch von Büchern der Gelehrten lernen und bei Meistern lernen, bei Gelehrten lernen. Und dazu gehört nun einmal Lesen. Ja, ohne Lesen funktioniert diese ganze Geschichte nicht. Ja. Man muss anfangen zu lesen, auch wenn es am Anfang ein bisschen schwer fällt. Ich möchte jetzt allgemein ja, in der Allgemeinheit sprechen. Ich sehe das an unseren Brüdern, die auch hier zum Unterricht kommen, dass das Problem meistens ist so, dass man zu Hause nicht sich über darüber kriegt, ein Buch aufzuschlagen und zu lesen. Deswegen ist es ein Denkanstoß heute auch. Und vielleicht, wenn man etwas gelesen vorbekommt, ja, vielleicht bekommt man einen gewissen Geschmack. Ey, da stehen doch schon so interessante Sachen drin. Und wenn ich das zu Hause lesen würde, vielleicht bekomme ich auch so einen gewissen Geschmack daran, gewissen Gespür danach, so, ey, dass das Spaß macht. Und somit könnten vielleicht einige Brüder anfangen zu lesen. Zurück zum Thema. Wir leben in einer Social-Media-Welt, Konsumwelt und wir sehen tagtäglich, jeder hat Facebook, Instagram, Twitter und all diese ganzen anderen Geschichten, TikTok und so weiter. Wir sehen in dieser Social-Media-Welt aktuell ein Lifestyle, was uns zeigt, dass Leute zahiri, äußerlich glücklich sind, aber batini, innerlich unglücklich sind. Ja, sie posten Bilder mit, von sich selbst, wie sie Urlaub machen, wie sie am Strand liegen oder weiß ich nicht, wo sie auch Urlaub machen, Bilder von ihrem eigenen Garten und. Ihr kennt ja all diese Bilder. Wir leben aber in einer Zeit, wo auf äußere Faktoren viel mehr Wert gegeben wird als auf die inneren Faktoren. Vor allem in der muslimischen Community sieht man das natürlich jetzt auch sehr viel, sehr verbreitet. Aber die Tradition sagt, die islamischen Gelehrten sagen, erst das Innere, dann das Äußerliche. Wir vergessen das. Mit einem Beispiel werde ich fortgehen. Und zwar leben wir in so einer Zeit, wenn wir symbolhaft einen Vogel nehmen, oder symbolhaft einen Wal nehmen, den Vogel in einen Käfig tun und diesen Vogel betrachten. Zum einen erzählt dieser Vogel uns eine Geschichte. Er sagt, ich kann etwas, aber nicht in diesem Käfig. Nämlich, er hat das Potenzial zu fliegen. Aber in diesem Käfig ist dieser Vogel unglücklich. Ja? Er wird niemals, okay, auch wenn du die schönsten Körner und die schönsten, weiß ich nicht, Futter dem Vogel gibst, er wird nie wirklich wahrhaftig glücklich sein. Für den Moment. Aber solange er seine Flügel nicht aufmachen kann, schlagen kann und in die Lüfte emporsteigt, wird dieser Vogel niemals glücklich sein in seinem Käfig.
Wenn du einen Wal siehst in einem Becken, da gibt es doch diese Orcas, ja, diese Free Willy-Wale da. Ja? Wenn du die in diesen kleinen Pool siehst, wo die Kunststücke machen, okay, sagt uns dieser Wal eigentlich etwas? Er sagt uns, ey, wenn ich vorhanden bin und du siehst, dass ich nicht in diese, für ihn ist das vielleicht ein Teich, ja, du siehst, dass ich nicht da reinpasse. Der Wal berichtet uns etwas, wie der Vogel uns etwas berichtet. Der Vogel berichtet uns eine Sache, nämlich eigentlich zwei Sachen. Ich habe Potenzial zu fliegen. Wo? In den Himmeln, in den Wolken. Der Wal sagt uns auch etwas, nämlich ich passe nicht in diesen Pool rein. Ich habe Potenzial für mehr. Ich kann viel tiefer tauchen. Guck doch mal, wie gewaltig ich bin. Er berichtet uns von einem Ozean. Ohne dass wir das Ozean sehen müssen, berichtet uns dieser Wal, ey, es gibt einen Ozean. Und unser Wal in uns, unser Vogel in uns, in unserer Brust, der in diesem Käfig ist, unsere Liebe, unser eigenes Ich, sagt dir eigentlich, ich passe nicht hier rein in diese Welt. Ich bin für viel, viel größere Sachen erschaffen worden. Ich habe so ein Potenzial in mir, und das können ja nur Leute begreifen, die wirklich auf sich selbst schauen, sich anfangen, selbst kennenzulernen. Ich habe so ein Potenzial in mir. Ich habe so ein Potenzial in mir, dass ich nicht in diese Welt reinpasse. Dementsprechend brauche ich mein Herz nicht an diese Welt binden. Das bedeutet nicht, dass man nicht sich hier in der Welt abmühen soll, anstrengen soll, arbeiten soll und, und. Diese Geschichte, darauf gehe ich gar nicht hinein. Nur wird hier eine Message gesagt, binde nicht dein Herz an diese Welt, denn wenn du dich an diese Welt bindest, so wie der Wal in seinem Pool oder so wie dieser Vogel in seinem Käfig, wirst du nicht glücklich sein, denn dein Potenzial, denn du selbst sagst, ohne zu sprechen, Lisani Hal, mit deinem Zustand, ich bin für etwas Größeres erschaffen. Dein Wal in dir sagt, die Gewässer auf dieser Welt reichen dir nicht. Du brauchst das Wasser von Jannat. Nur wer anfängt, sich selbst zu lesen, sich selbst zu erkennen, wer diese Schritte geht, wird sagen, ja, egal an was ich mich gebunden habe, es verletzt mich. Die Liebe, die ich gebe, diese bekomme ich nie zurück, wahrhaftig. Alles, was ich liebe, ist nun mal vergänglich. So oft sind wir auch auf die Schnauze gefallen. Aber wir werden nicht wach, weil wir zum Teil solche Wahrheiten nicht hören. Wir werden heute zwei Zikr hören, die, wenn wir diese Zikr verstehen, uns trennen werden von Vergänglichen und uns binden werden zum Ewigen. Interessant ist, dass beide Zikr-Arten derselbe Satz ist. Ja Baki, Antal Baki. Ja Baki, Antal Baki. Das erste Ja Baki, Antal Baki heißt auf Deutsch, also einmal, damit wir das begreifen, was Ja Baki, Antal Baki auf Deutsch bedeutet, heißt, O du ewig Seiender, du bist es, der ewig bleibt und besteht. Du bist der Ewige. Nichts außer dir ist ewig. Dieser Zikr bringt uns etwas bei. Das erste Ya Baki Entel Baki ist dafür da. Und seine Aufgabe vom ersten Zikr ist die Aufgabe eines Skalpells. Und die zweite, eine zweite Wiederholung von Ya Baki Entel Baki ist dafür da, dass es nach diesem Schnitt vom Skalpell eine Salbe drauf getan wird. Ya Baki Entel Baki gesagt wird. Indem man Ya Baki Entel Baki sagt. Wir fangen aber zunächst einmal an zu begreifen, was der Skalpell mit uns macht eigentlich. Was sagt eigentlich der erste Zikr zu uns, den wir uns aneignen sollten, diese Zikr häufig wiederholen sollten? Was für einen Effekt hat das und warum wird es als Skalpell
symbolisiert das erste Ya Baki Ent El Baki. O du ewig Seiender, du bist es, der ewig bleibt und besteht. Ich lese etwas von der Risale-i-Nur und dann fangen wir an, darüber zu sprechen. Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Allbarmherzigen, alle Dinge werden vergehen, außer seinem Antlitz. Bei ihm liegt alle Entscheidung und zu ihm kehrt der einst zurück. Was nun zum Ausdruck gebracht wird durch diese Sätze im Koran, durch diese Ayat, ist Folgendes, nämlich der Zikr, das Zikr Ya Baki Antal Baki. Ya Baki Antal Baki sind zwei wichtige Wahrheiten, die mit diesen beiden Sätzen zum Ausdruck kommen. Von daher kommt es, dass einige Scheichs des Naqshbandi-Pfades aus diesen beiden Sätzen eine besondere Aufrufung Hatme für sich gemacht haben und diese auch als eine kurze und bündige Anrufung für alle Naqshis gebrauchen. Da aber nun diese beiden Sätze die Bedeutung dieses gewaltigen Ayat zum Ausdruck bringen, wollen wir hier einige Punkte erklären, die diese beiden wichtigen Wahrheiten zum Ausdruck bringen. Wir wollen jetzt verstehen, was für eine wichtige Botschaft ist in diesem Zikr versteckt und warum haben sich es einige Pfade im Islam, zum Teil der Naqshbandi-Pfad, zur Aufgabe gemacht, stetig und täglich diesen Zikr zu machen. Was für eine Wahrheit ist hier hinter? Was ist denn daran so wichtig? Die erste Wahrheit. Das erste Mal wird mit dem Satz Ya Baki Ent El Baki das Herz wie in der Operation eines Chirurgen von allem, was nicht er ist, also was nicht Allah ist, abgesondert und abgeschnitten. Es ist dies wie folgt. Der Mensch ist infolge seines allumfassenden Wesens mit nahezu allem Dasein verbunden. Und darüber hinaus ist in dieser so vielseitigen Natur des Menschen die Fähigkeit zu einer grenzenlosen Liebe, Muhabbet, mit eingebettet. Wir werden gleich darauf eingehen, was ich vorlese. Aus diesem Grund nährt der Mensch auch eine Liebe für alles Dasein. Er liebt diese ganze große Welt wie sein Heim. Doch die Dinge, die er liebt, bleiben ihm nicht, sondern gehen wieder. So leidet er ständig unter Qualen dieser Trennungen. Diese grenzenlose Liebe wird ihm zu seiner Quelle, einer grenzenlosen inneren Qual. Die Schuld daran, dass er diese Qualen erleidet, liegt bei ihm selbst. Jetzt haben wir einen dicken, langen Satz gehört, Text gelesen. Jetzt müssen wir darauf eingehen, damit das auch ein bisschen verständlich wird. Nämlich, Brüder, hier wird gesagt, dass der Mensch eine grenzenlose, das ist heftig, Muhabbet in sich hat, eine grenzenlose Liebe. Ne? Wir haben ja gesagt, der Mensch berichtet von etwas. Du hast etwas in dir, wenn du darauf eingehst, wenn du das ansiehst, wirst du merken, ey, ja, da ist etwas in mir, nur ich muss aufmerksam werden. Ich muss es anfangen zu lesen. Und das ist zum einen Teil die Eigenschaft, die uns Allah in unsere Brust gegeben hat. Und das ist die grenzenlose Liebe. Muhabbet. Zum Teil wird auch noch hier gesagt, dass er anfängt, dass die Person anfängt, alles zu lieben. Weil seine Liebe ja grenzenlos ist, hat er Muhabbet zu dieser Flasche, zu dieser Tasse, zu diesem Buch, zu diesem Handy, zu diesen Personen. Alles fängt er, kann er anfangen zu lieben. Aber der Mensch merkt auch, ey, wenn ich anfange, alles zu lieben, wenn ich dieses Potenzial der ewigen Liebe, was ich habe, nutze auf Vergängliches, sehe ich immer wieder, ey, nach der Trennung oder nach dem Verlassen habe ich einen Schmerz. Vom banalsten Beispiel, während du isst und das Essen lecker ist, beim Essen wirst du traurig, ja?
weil dein Herz gebunden ist an diese schönen Döner. Beim letzten Bissen denkst du dir so, oh Mann, ich werde dich vermissen bis zum nächsten Mal. Sogar beim Döneressen hast du einen Trennungsschmerz. Das ist das Banalste, okay? Aber dann kommt der Abi und guckt sich im Spiegel an, denkst du so, oh, ich verliere meine Haare, ne? Die Geheimratsecken werden mehr und mehr. Und denkst dir so, oh, mein Herz war gebunden an meinen Haaren und die Haare gehen. Diese Haare werden gehen. Ein Trennungsschmerz. Ein Trennungsschmerz. Warum? Dein Mohabbet ist gebunden immer an Vergänglichen. Aber das, worauf wir uns vielleicht jetzt konzentrieren oder fokussieren sollten, ist nicht die verschiedenen anderen Mohabbet, sondern der Mohabbet, der aktuell bei jungen Männern, bei jungen Frauen ist, zum anderen Geschlecht. Das müsste man, sollte man erwähnen. Wenn wir über Mohabbet sprechen, über Liebe sprechen, sollte man auch das erwähnen. Weil wenn wir das übersehen, übersehen wir etwas Gewaltiges und Gefährliches, worauf wir vielleicht nicht mehr Acht geben. Nämlich passiert Folgendes. Wir fangen an, dass man Gefallen hat an anderem Geschlecht, ist Futra. Das ist ganz normal. Das ist was ganz Normales. Nun wird es gefährlich, wenn wir diese Mohabbet, die wir haben in uns, falsch nutzen. Du fängst an, sie zu lieben, oder für die Schwestern, die zuschauen, ihn zu lieben, und du bindest dich so sehr an die Person, dass du den Sinn und Zweck einer Verbindung verpasst, nicht achtest. Denn der Sinn und Zweck, dass man zueinander findet, ist, dass man zueinander findet für Allah. Der Sinn und Zweck dieser Liebe ist es, dass die Liebe stärker wird, gebunden zu Allah. Der Sinn und Zweck einer Ehe, Schließung ist es, dass man gemeinsam zu Allah findet. Ja? Der Sinn und Zweck der Ehe ist nicht die Frau. Der Sinn und Zweck der Ehe ist nicht der Mann. Wenn man das aus dem Auge lässt, dann lässt man etwas Gewaltiges aus dem Auge. Und am Ende des Tages sehe ich junge Brüder, die in Trennungsschmerz sind und so sehr an diesen Trennungen leiden, sogar während ihrer Beziehung, ihrer unehelichen Beziehung, was nicht erlaubt ist, nicht gestattet ist in unserer Religion, in Schmerzen verfällt. Zum einen Teil wird in der Risale nur über gewisse Schmerzen hier geredet, nämlich das eine ist das Leid der Eifersucht. Diese Eifersucht bis zu einem gewissen Grad ist gesund. Soll man auch haben. Aber da es falsch benutzt wurde, diese Liebe, diese Mohabbet, kommt nun eine Qual. Diese Qual wird Eifersucht genannt. Was machst du? Wo bist du? Noch nicht mal verheiratet. Schick mir deinen Standort, schick mir ein Selfie, wo du bist. Und all diese Sachen, ein Leid, ein Kummer. Hanim, Mohabbet ist doch eigentlich was Schönes, ist doch Liebe, ist doch was Schönes. Wie kann denn Mohabbet oder Liebe so etwas Schreckliches sein? Dass es zu einer Qual wird. Denk doch an dich. Es wurde zu einer Qual, weil die Liebe nicht für den Ewigen ist, sondern für die Vergängliche ist oder für den Vergänglichen ist. Kommt eine Qual zustande? Die Qual der Eifersucht. Du wirst schon verrückt. Schon Paranoia hast du. Eine weitere Sache, natürlich das Leid der Trennung. Das dazu kommt, das Leid der Trennung. Das Leid der Trennung ist gefährlich, Abi. Das Leid der Trennung ist gefährlich, inwiefern? Ich sehe auch Brüder, die sagen, ja, Abi, guck mal, ich bin ein Praktizierender, aber ich habe trotzdem so Freundin hier, die ist das, ja, ne, was nicht gut ist. Leider, weil wir gewisse Sensibilitäten nicht mehr lernen oder nicht darauf Acht geben. Und dann, er ist am Praktizieren, schön und gut. Vielleicht zum einen Teil, um ihr zu gefallen. Guck mal, ich bin so Namaz Ahli, ich bete, ich gehe zu Jum'ah. Guck mal, ich schicke so Fotos. Was machst du denn jetzt gerade? Oh, ich lese Koran. Ah, oh, so schön, mashallah. All diese
diese Haram-Romantik. Ne? Was machst du? Ah, lass, ich weck dich zur Sabah-Namaz auf und so. Ne? All diese Geschichten sind so teuflisch. Ne? Und wirklich, ja, ne, die Pflastersteine zu Jahannam, merkt euch das. Die Pflastersteine zu Jahannam, der Weg zu Jahannam ist gepflastert mit guten Absichten. Meine Absicht war doch nur gut, sie zu Sabah-Namaz wecken. Abi, warum sagst du denn, dass das schlimm ist? Ja, Abi, sie ist nicht dein Halal. Willst du denn, dass deine Tochter nachts mit einem fremden Mann telefoniert? Deine Schwester neben dir im Zimmer mit einem fremden Mann redet, spricht? Tut weh, ne? Aber dasselbe machst du doch oder machen wir doch in so einer Situation. Das Leid der Trennung führt dazu, dass diese Person am Ende des Tages aufhört mit dem Islam. Habe ich gesehen, habe ja. Mit Gebet, Jamaat, Sohbet, alles weg. Hä? Die Sinn der Sache war doch, Allah näher zu kommen. Du trennst dich von ihr, warum trennst du dich gleichzeitig von Allah? Was ist denn los mit dir? Das Leid der Trennung kann aber auch dazu führen, dass du am Ende des Tages Selbstmord begehst. Ist es nicht so? Haben wir auch nicht solche Sachen gehört? Ja. Wie kann Liebe, wo sie doch so schön ist, so eine Qual werden? Sie kann so zu einer Qual werden, indem man Muhabbet zum Vergänglichen hat. Eine weitere ist es, das Leid, dass die Liebe nicht erwidert wird. Boah, du liebst sie ja. Du hast immer ganze, deine ganze Energie, deine ganze Muhabbet, dieses ewige Potenzial, was du hast, ja, diese Muhabbet, Potenzial, was du hast, hast du komplett ihr oder ihm gegeben, aber er kommt nicht zurück. Keine Erwiderung. Was für ein Leid. Der wird einfach zu Mejnun, ja, dieser Person. Er sieht nichts anderes mehr. Er geht durch da, da, so, er will nichts anderes mehr hören. Nur noch ihren Namen will er hören. Leila hier, Leila da, Leila hier. Auch diese Personen kennen wir. Haben wir gesehen. Warum passiert das denn, Abi? Das ist ja kein Tadeln. Das ist ein Aufwachen. Wach, komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wach werden. Weil unsere Muhabbet, dieses Potenzial, dieser Wahl in uns, das Wasser reicht dir nicht. Ihr Muhabbet wird dir nicht reichen. Sein Muhabbet wird dir nicht reichen, für die Schwestern, die zuhören. Die wird dir nicht niemals reichen, niemals. Und wenn du sie heiratest, denkst du, ah, das war sie. So viel? Ja, das war sie. Weil dann wirst du dich gewöhnen an sie. Du, ah, das war das Mohammed die ganze Zeit, jetzt ist sie verheiratet. Nach 20 Jahren denkst du so, oh, warum habe ich die geheiratet? Warum? Weil dein Ziel, der Mohammed, sie war. Denkst du am Ende, was habe ich geheiratet? Aber wenn dein Ziel, der Mohammed, der Ewige ist, dann wirst du nicht so denken, Abi. Du wirst alles als Ibadet sehen. Die Ehe wirst du als Ibadet sehen. Als Kampf für jeden Tag. Ja? Deine Kinder wirst du als Ibadet sehen. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Dein Muhabbet zu deinem Kind. Beispielsweise. Wenn du das hast und an Übermaß nimmst, ja, kann es etwas Falsches hervorrufen. Ah, mein Sohn, er soll lieber ausschlafen und ausgeschlafen zur Moschee gehen und Sabah-Namaz nicht beten, soll er Kaza machen. Das ist ein falsches Muhabbet. Das ist eine falsche Liebe. Du gibst so viel, so viel, so viel und am Ende kriegst du das von deinen Kindern nicht zurück. Denkst du, was für ein Kind habe ich? Binde nicht deine Muhabbet, dein Potenzial, was du hast, diese ewige, nicht an Vergänglichen. Auch sie werden uns verlassen. Warum Skalpell? Die ersten Wörter, okay, die uns das Geheimnis vom Zikr, Ya Baki, Entel Baki, beibringt, müssen wehtun. Denn unser Körper ist voll mit Metastasen, Krebszellen. Wenn du zum Arzt gehst und sagst, ey, ich habe, oder er findet, er hat Krebs, was macht er denn? Der muss dich operieren, der muss diesen Tumor von dir entfernen. Mit was? Und das tut auch weh. Er wird deine Brust ausschneiden, Abi.
Er wird mit jedem Schnitt, und jeder Schnitt tut weh, denn wenn du das nicht so machst mit dem Skalpell unter einem Arzt, wird dir das dein Herz herausreißen. Denn diese falsche Muhabbet hat so einen Angelhaken in dein Herz gemacht. Und wenn das weggeht, wenn dieser Trennungsschmerz kommt, was passiert mit einem Angelhaken? Kriegt man den gut raus? Für Angler? Also, ich kenne das von meinem Vater. Wenn da einmal drin ist, kriegst du nicht raus. Du musst ein bisschen aufschneiden. Oder aber, wenn es hängen bleibt, reißt das ein Stück von deinem Fleisch weg. Und es wird immer wieder rausgerissen. Noch ein Muhabbet, falsche Muhabbet. Da wird nochmal was rausgerissen von deinem Herz. Nochmal was rausgerissen, nochmal was rausgerissen. Bis du am Ende des Tages so eine depressive Haltung hast. So ein depressiver Mensch bist. Kein Licht mehr hast. Aber der Arzt sagt dir, ey, ja, ich sehe das, dass da so einige Haken drin sind. Aber mit einem Skalpell von einem Uster, von einem Meister, kriegen wir das ganz leicht raus. Die sagen uns, mein Sohn sagt, ja, Baki, Antal Baki. O Seiender, o du ewig Seiender. Du bleibst, du bestehst, alles andere außer dir besteht nicht, ist nicht ewig. Wenn wir das begreifen, werden wir verstehen, wenn wir das nächste Mal Ya Baki Antal Baki sagen, dass das erste Ya Baki Antal Baki diese ganze falsche Muhabbet zu allem Vergänglichen, was wir haben, aus unserem Herzen rauskommen muss. Es muss wehtun, das muss ja schmerzen, weil das falsch ist. Weil das muss ja schmerzen, weil das eine Operation ist. Was sagt Üstad Hazretleri hier? Das Herz wie in der Operation eines Chirurgen. Du bist mit diesem Zikr unter einer Operation von einem Chirurgen. Subhanallah. Wohin führt dieser Schmerz? Einige Sachen habe ich erwähnt. Zu weiteren Vergänglichen. Wenn er die Medizin nicht findet, wenn er nicht zuhört, wenn er nicht hinhört, wohin führt das? Zum Alkoholkonsum. Bruder, weißt du was? Das geht nicht mehr klar. Ich muss mir jetzt einen trinken. Ich darf nicht mehr normal denken. Ich kann nicht mehr schlafen, ohne dass ich was trinke. Zu Kneipen, zu Bordellen, bis überhin zu Gefängnissen. So ist das. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu, hat das Herz erschaffen. Und er sagt, dieses Herz gehört mir. Kein anderen erlaube ich, da drinnen zu sein. Wir sagen zur Kaaba, die das erste Mal erbaut wurde von Adam a.s., danach später von Ibrahim a.s. restauriert wurde, sagen wir in den islamischen Büchern, Kaaba Halil. Warum Halil? Ibrahim Halilullah alayhi salam. Wir sagen zur Kaaba, zu der Kaaba in die Richtung, wo wir gehen, Kaaba Halil. Das Herz, was aber Allah erschaffen hat, mit unseren Wörtern vielleicht erbaut hat, nennt man Kaaba Jalil. Allahs Name. Allah hat dieses Herz erbaut. Und Allah sagt, ich möchte kein anderes Muhabbet in diesem Herz haben, außer mein Muhabbet. Wenn du einen anderen Muhabbet in diesem Herzen hast, werde ich dir einen Schmerz geben, damit du aufwachst. Dementsprechend ist das Schmerz, dieser Trennungsverlust, diese Qualen ein Warnsignal. Da Mahnen in dir ist ein Alarmsignal. Richtig, wie das, diese Sirene sagt eigentlich, wach auf, wach auf, wach auf, Qual 1, Qual 2, Qual 3, wann wachst du auf? Merk doch, sieh doch, schau doch hin, all diese Muhabbet zu diesen Vergänglichen. Ich habe so oft eine Beziehung versucht, aber diese Muhabbet, diese Trennungsschmerz, Qualen. Guck doch mal, Allah sagt dir, das wird dir Qualen zufügen, aber mein Muhabbet, mein Muhabbet nicht, denn ich bin ewig. Dein Potenzial
ist dafür ausgerichtet, Muhabbat zu haben, aber eine sonsus, eine ewige Muhabbat. Und da wir jetzt gerade an so einen Punkt angekommen sind, müssen wir das Weitere hören, was hier gesagt wird. Du hast Potenzial, Abi, den Ewigen zu lieben. Ja? Jetzt hört hin. Denn diese Fähigkeit, ja, diese ewige Muhabbat, Liebe, die du hast, zu einer grenzenlosen Liebe wurde ihm gegeben. Nochmal der Satz. Denn diese Fähigkeit zu einer grenzenlosen Liebe wurde ihm gegeben, damit er sie dem zuwendet, dem eine ewige, grenzenlose Schönheit zu eigen ist. Wen ist denn eine ewige, grenzenlose Schönheit zu eigen? Allah subhanahu wa ta'ala. Ein solcher Mensch macht einen schlechten Gebrauch von seiner Liebe, wenn er sich für vergängliche Dinge ausgibt. Begeht er auf diese Weise einen Fehler und zieht sich die Strafe für seine Fehler zu, indem er nun unter Verlust und Trennung leidet. Ist es nicht so? Jeder für sich, dieser selbst ist nicht von hier herab. Nein, Abi, jeder hat das durchgemacht, jeder macht das durch, Abi. Dieser selbst ist für uns alle. Jeder kann damit was anfangen, was er hier gerade hört. Aber bist du dir jetzt dessen bewusst? Ja, Mann, das stimmt. Mein Mohabbet zum Vergänglichen, immer Chaos, ja, immer Schmerz, immer Qualen. Und dieses Potenzial, was ich in mir habe, wie dieser Wal, okay, berichtet von einem Ozean. Und dein Potenzial berichtet von einem, der ewig geliebt werden kann. Müssen wir zu uns sagen, wir lesen weiter, Dann nun einmal all diese unendlich vielen Liebenden nur von vorübergehender Natur sind, mich verlassen, und dessen sind wir uns bewusst, und sich davon stehlen werden, werde ich sie verlassen, bevor sie mich verlassen und mich von dieser Qual retten und sagen, ja, Baki, Antal Baki, ich werde sie verlassen, bevor sie mich verlassen, denn noch eine Qual werde ich nicht überstehen. Und sage mit dem Skalpell, was auch wehtun wird, ja, Baki, Antal Baki. Bedeutet das Verlassen, dass wir jetzt nicht mehr arbeiten gehen sollen oder nicht mehr unser Studium machen sollen oder nicht heiraten sollen? Nein, das soll nicht aus daraus gefiltert werden, das ist fatal. Hier wird gesagt, binde dein Herz, denn das Herz heißt Kabi Jalil, binde dein Herz nicht an zum Vergänglichen. Denn jedes Mal, wenn du das machst, wirst du Schmerz erleiden. Sogar beim Döneressen. So ist das aber. Interessant. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns allerdings, Brüder, aus seiner Großzügigkeit heraus immer das Bessere geben. Dich immer zufriedenstellen. Wenn du in seinem Namen für seine Liebe, für seine Muhabbat verzichtest. Denn du verzichtest für den Ewigen. Du verzichtest für Allah subhanahu wa ta'ala, der alles erschaffen hat. Auch die, die du liebst. Oder ihn liebst, für die zuhören zu Hause. Allah wird aus seiner Großzügigkeit heraus etwas noch Besseres geben. Oder er wird es auf eine gesunde Art geben. Das müssen wir einmal begreifen, Abi. Kommen wir zu Teil 2. Teil 2 des Zikrs. Und interessant war ja, dass der Zikr die gleiche Bedeutung hat. Ya Baki Antal Baki. Das erste Ya Baki Antal Baki war die Aufgabe eines Skalpells. Nachdem der Chirurg unsere Brust geöffnet hat, hat er einen Schnitt gemacht. Nun muss dieser Schnitt zugenäht werden und eine Salbe muss drauf gemacht werden.
Da müssen wir einmal wieder lesen und hinhören, was die großen Meister uns sagen. Der zweite Satz, Ja Baki Antal Baki, O du ewig Seiender, du bist es, der ewig bleibt und besteht, ist für diese unzähligen Wunden, die wir jetzt mittlerweile haben, weil wir so viel Muhabbet zu so vielen anderen Sachen hatten, sowohl eine Salbe als auch ein Gegengift. Nicht nur eine Salbe, sondern auch ein Gegengift. Denn, Ja Baki, O du ewig Seiender, da du nun einmal der ewig Seiende bist, so genügt es. Du bist es tauschwert aller Dinge. Allah ist es doch wert, ihn auszutauschen für alle Dinge. Oder? Oder haben wir noch nicht so wahrhaftig Iman? Allah ist es doch wert, dass er der ist, für alles der ist, wofür wir ihn tauschen können. Womit wir ihn tauschen können. Oder diese Muhabbet tauschen können. Denn da es nun einmal dich gibt, O Allah, gibt es alle Dinge. Wenn du in meinem Herzen bist, Ya Rabbi, wird alles sowieso kommen. Alle Dinge gehören dann mir auch schon. In der Tat sind Schönheit, Güte und Vollkommenheit, alles Dasein, der Urgrund aller Liebe und im Allgemeinen auch die Zeichen der Schönheit, Güte und Vollkommenheit des in Wahrheit Beständigen, das ist Allah, und nachdem sie durch viele Schatten hindurchgegangen sind, nur noch schwache Schatten, ja vielmehr nur die Schatten eines Schattens, der Erscheinungsform der schönen Namen sind. Hier wird gesagt, jetzt so viel Schatten, was habe ich gerade gelesen? Ja, da muss man jetzt hinhören, richtig verstehen. Hier wird gesagt, alles, was wir lieben, alles, worum wir Muhabbet haben und vergänglich ist, ist ein Schatten und ein Schatten und ein Schatten seiner Namen. Seiner Namen, was verstehen wir hierunter? Ein Fisch sagt uns eigentlich, hey, du, der sein Herz an den Vergänglichen, an die vergänglichen Sachen verbindet. Ich sage dir etwas und du musst hinschauen, sagt ein Fisch. Du hast Muhabbet zu mir? Ich bin nur ein Goldfisch. Zu Hause, so ein Aquarium hast du, ich bin ein Fisch. Wie kannst du dein Herz so an mich binden? Schau doch eigentlich, sagt dieser Fisch in diesem Aquarium, der schwimmt, lies mich, ich trage einen Namen, der gelesen werden soll. Und das ist Ar-Razak, der Ernährer. Gibt es einen Fisch, der dünn ist? Gibt es nicht. Allah sagt dir, dein Muhabbet zu diesem Fisch sollte so sein. Das ist ein Schatten meiner Namen. Erkenn durch ihn mich. An die ganzen Katzenbesitzer zu Hause, haltet euch jetzt fest. Das ist jetzt Mode geworden, auch in unserer Gemeinde. Jeder Zweite hat von uns eine Katze zu Hause. Sunna, schön. Aber jetzt gibt es eine Sache. Wir binden unser Herz an die Katze so sehr, dass wenn sie von uns geht, dass wenn diese Katze stirbt, oder egal, andere Haustier, ist egal. Aber gehen wir von der Katze aus. Wenn die von uns geht, wie in Trauerfall. So sehr, das bedeutet nicht, dass man merhametzis, barmherzig sein, keine Barmherzigkeit haben soll. Das wird ja gar nicht. Aber wenn deine volle Konzentration, Mohabbet auf das ist und sie dich verlässt, die Katze dich verlässt, indem sie stirbt, du ein Trennungsschmerz, eine Qual in deiner Brust spürst und dich das irgendwie kaputt macht und zerstört, weil auch das gibt es, ja, war das ein falsches Muhabbet. Diese Katze ist nun weg. Sie hat ihr Hizmet, ihr Dienst im Namen Allahs gemacht auf der Welt. Ja, auch ein Tier macht Hizmet im Namen Allahs. Diese Katze in deinem Haushalt macht Hizmet gerade.
Sie sagt jeden Tag zu dir, zu uns, lies mich. Dein Muhabbet soll gezügelt sein. Dein Muhabbet soll darauf ausgerichtet sein, der mich erschaffen hat, nicht bei mir. Denn die Katze sagt, mit ihrem Dasein bringt sie uns Namen Allahs bei. Wir sehen, die Katzen haben verschiedene Farben. Und wenn wir mit einem Auge des Imans oder mit der Brille des Imans auf die Katze schauen, müssen wir sehen, dass ein Name Allahs in ihr versteckt ist, indem wir ihre Farben betrachten. Mulawwin, der Erschaffer verschiedener Farben. Die Katze stolziert zu Hause rum und sagt, guck dir meine Farben an. Denkst du, boah, so hübsch, so Mohammed. Das kannst du ja alles sagen, aber du, alles von ihr, deine ganze Mohammed ihr. Du musst sagen, Subhanallah, Al-Mulawwin, der Erschaffer verschiedener Farben. Des Weiteren sagt die Katze, weil sie so geschmückt ist, alles ist so perfekt. Ihre Schnurrbart ihre Ohren, ihr Schwanz wedelt richtig im Balance, Subhanallah, wenn man sie auf den Boden schmeißt, ne, immer auf alle vier Pfoten. Der Schmückende. Al-Muzayyin. Der Schmückende. Allah sagt dir, guck auf sie und finde mich heraus. Der Gestalter, Al-Musawwir, Körper der Katze, generell Al-Hakim, der Weise, Al-Khaliq, der Schöpfer. Wallah, wenn wir zu Hause eine Katze haben und sie jeden Tag, jede Minute in diesem Haus uns Hizmet macht und sagt, ey, schau auf mich und finde Allah, dein Muhabbet zu mir ist, ach, ich werde gehen, ich werde sterben. Aber ey, Al-Khaliq, Al-Hakim wird bleiben. Lern ihn kennen, binde dein Herz zu ihm. Er ist der Schöpfer, er ist der Allweise. Binde dich an ihn. Dann sollten wir eigentlich nicht um die Katze weinen, die von uns gegangen ist, sondern für uns selbst weinen. Und das ist ja nicht nur mit der Katze. Überall ist das so. Draußen die Bäume, wir selbst. Ne? Wir können uns alle lesen. Wir können einen Baum lesen, indem wir Allahs Namen da finden. Wenn wir unser Potenzial nicht benutzen und nur schlafen, essen und uns, wenn wir verheiratet sind, begatten, okay? Was für einen Unterschied haben wir zu Tieren? Was für einen Unterschied haben wir zu Tieren, Abi? Wenn wir nur das machen, was auch die Tiere machen. Da sagt dir doch einer, dein Potenzial in dir, ey, ich bin für etwas viel Größeres erschaffen worden. Ich habe so viel Potenzial in mir, ich kann doch nicht dieselben Handlungen machen und nur daran hängen bleiben wie ein Tier. Wir müssen anfangen, diese Sachen zu begreifen. Wir Menschen lieben die Schönheit. Das ist so. Es ist in unserer Fitrat so. Wir Menschen lieben Geschenke. Jeder Mensch liebt Geschenke. Wir Menschen lieben die Vollkommenheit. Aber was ist der Beweis, dass wir Vollkommenheit lieben? Betrachtest du mich und ich steige jetzt in einen Boxring rein. Ich habe keinen Boxkörper, so. Ich habe keinen Bizeps, ich habe so ein bisschen Bauch, ich habe diese Bewegungen nicht drauf wie ein Boxer. Wenn du mich da so rumhampeln siehst eigentlich, denkst du, das ist nicht ein Kemalat von einem Boxer. Okay, das ist keine Vollkommenheit. Aber wenn du im selben Moment dein Auge aufrichtest und so einen Mike Tyson siehst oder einen Muhammad Ali, der bewegt sich Hammer, kriegst du Gefallen an ihm. Warum kriegst du Gefallen an ihn? Weil du in ihm die Kemalat eines Boxers siehst. Du siehst Vollkommenheit eines Boxers. Warum lieben Fußballer Messi oder Cristiano Ronaldo? Oder Ronaldinho damals, Ronaldo, Rivaldo und,
Meine Zeit war das so. Luis Hugo, Zinedine Zidane. Boah, du hast so Mohabbet zu denen. Weil Allah dir die Eigenschaft gegeben hat, Vollkommenheit zu erkennen. Du siehst einen Fußballer, Cristiano Ronaldo, alle Fußballer sind verrückt nach ihm. Warum? Sie sehen Vollkommenheit in dem, was er spielt. Und haben kein Mohabbet zu irgendeinem, weiß nicht, Bankdrücker. So Banksitzer. Ja, was ist denn? Du willst lieber Ronaldo sehen, wie er so seinen Freistoß macht. Oder Messi, wie er fummelt. Du willst das sehen. Oh, du siehst so Kemalat, Subhan, Vollkommenheit. Mashallah, sagst du, Subhanallah, richtig gut. Aber dieser Potenzial, weil wir haben dieses Potenzial in uns, Vollkommenheit zu erkennen. Du kriegst zu einer Blume erst wahrhaftig Mohabbet, wenn du eine Rose aufblühen siehst, wenn sie aufgeblüht ist. Wenn sie noch klein ist, hast du auch Mohabbet zu ihr. Du denkst dir so, Mashallah, richtig schön, aber wenn diese Blume aufgeblüht ist, denkst du so, wow, du erkennst da eine Vollkommenheit. Nun sagst du aber, ja, was kann ich denn dafür? Ich habe diese Mohabbet von Allah bekommen. Diese Liebe, diese Vollkommenheit zu erkennen. Geschenke zu lieben. Und Schönheit schön zu finden. Was kann ich denn jetzt dafür? Eine gerechte Frage, oder? Was soll ich denn jetzt gerade dafür machen? Allah hat mir das in mein Futterrad gegeben. Was kann ich denn jetzt machen? Wie in dem Beispiel der Katze. Ja, du hast diese Eigenschaften. Du kannst ein Cristiano Ronaldo mögen, aber deine ganze Mohabbet ihm binden, ist gefährlich. Denn da wird irgendwann ein anderer kommen und er wird in den Schatten fallen. Und alle, die Cristiano Ronaldo feiern, werden ihn vergessen. Weil er ist wieder ein Beweis dafür, dass er nicht der Ewige ist. Wenn wir, Brüder, die Sonnenblume mögen, Mohabbet zur Sonnenblume haben, oder wir gehen einen Schritt vorher, wir sagen, das Licht der Erde ist die Sonne. Ist doch richtig, oder? Die Sonne, die Erde wird von der Dunkelheit gerettet durch die Sonne. Sogar der Mond hat sein Licht durch die Sonne. Weil der Mond selber hat ja kein Licht. Ich liebe den Vollmond. Alle mögen den Vollmond. Das ist so, wow, wunderschön. Da lieben wir die Sonnenblume. Du sagst so, wow, wunderschön. Da lieben wir die Rose. Wow, wunderschön. Da lieben wir die Wassermelone. Boah, diese grüne Farbe und dann im Sommer, wenn das ist so schön rot und wenn du das so richtig Mohabbet hast du. Aber irgendwann verfällt das. Dieser Vollmond nimmt ab, diese Sonnenblume verwelkt, diese Wassermelone wird schlecht. Und im Winter kannst du keine Wassermelone essen. Das geht weg. Wer bleibt? Die Sonne. Wie wäre es dann, wenn wir unsere Mohabbet zur Sonne richten? Denn das Licht, von was allem benutzt wird, ist die Sonne. Meta'in, also symbolhaft, soll es für uns Allah darstellen. Wenn du ein Mohabbet zur Wassermelone hast, sollst du den Erschaffer nicht vergessen. Wenn du Mohabbet zur Sonnenblume hast, sollst du den Erschaffer nicht vergessen. Denn all diese Sachen werden dich verlassen, aber Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht verlassen. Allah hat dir dieses Potenzial gegeben, damit du ihn erkennst und ihn findest. Nicht damit du hängen bleibst bei irgendetwas, was nicht ewig ist, was vergänglich ist. Allah hat uns deshalb ein Potenzial gegeben, ihn zu finden. Ist doch so, Abi. Wenn ich heute hier bin und sage, ey Leute, ich habe heute euch ein Geschenk mitgebracht und dieses Geschenk ist von Cristiano Ronaldo. Jeder auf seinen Nacken, jeder Baklava. Okay? Werdet ihr zu mir sagen, boah, ich habe so Mohabbet zu dir bekommen? Oder werdet ihr sagen, boah, ich muss dankbar zu Cristiano Ronaldo sein? Ich bin nur ein Mittel zum Zweck.
Okay? Wenn ihr mich dann hochlobt, wird Cristiano Ronaldo euch keinen Baklava mehr schicken. Ja, dieses Potenzial ist dafür da, dass wir Allah finden. Und Allah nicht zornig machen, indem wir vergängliche Sachen lieben. Und wenn wir das hören, das erkennen, dass Allah diese Mohabbat von dir haben will, ist das eine Salbe für unser Herz. Allah will von dir Danke hören, indem du Sujud machst, indem du betest, indem du sagst, ja Rabbi, danke, dass du mir eine Wassermelone gegeben hast. Danke, dass du mir diese Fähigkeit gegeben hast zu lieben, aber ich werde Halal lieben. Denn wenn ich Haram liebe, werde ich deinen Zorn auf mich ziehen. Denn du hast sie gegeben und wenn ich sie falsch benutze, indem ich sie Haram liebe oder ihn, werde ich deinen Zorn auf mich kriegen. Und du wirst mich bestrafen. Dementsprechend sollten wir wach werden und uns wach rütteln und uns diesen Zikr zum Alltag, in unseren Alltag integrieren. Das erste Ja Baki Entel Baki ist dafür da, dass diese Mohabbat zum Vergänglichen weggeht, auch wenn es weh tut. Und das zweite Ja Baki Entel Baki eine Salbe ist. Ja Rabbi, du bist in meinem Herzen. Und wenn du da bist, ist alles da. Und du wirst aus deiner Großzügigkeit zu mir schon etwas geben, womit ich zufrieden werde. Denn Allah wird seine wahren Diener zufriedenstellen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja, sie sind mit mir zufrieden und ich bin mit ihnen zufrieden. Wer sind denn diejenigen, dessen Muhabbat immer auf Allah gerichtet ist? Zwei Zikr und beide Zikr ist derselbe Satz. Benutzen wir das in unserem Alltag, wird es Medizin für unser Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen machen, die aufwachen und erkennen. Zum Abschluss werde ich nur eine Sache sagen, nämlich eine Tabelle zu lesen, eine Karte zu lesen, für das braucht man Wissen. Ist das nicht so? Wenn du auf der Autobahn fährst und Schilder siehst oder auf der Straße fährst und Schilder siehst, ohne dir Wissen angeeignet zu haben, wird dir ein Stoppschild auch nichts sagen. Wird dir ein Zebrastreifenschild oder eine Vorfahrtgewehrenschild auch nichts sagen. Also ist es wichtig, wenn man sich auf den Weg macht, sich Wissen anzueignen. Zwei Sachen sind auf dem Weg des Wissens wichtig. Selber sich anstrengen, sich Wissen anzueignen. Noch wichtiger ist es, zu Wissenden zu gehen, von ihnen zu lernen. Denn das ist die Tradition der Gelehrten. So haben sie es gemacht und bis heute hat es auch so geklappt und wird es auch weiterhin klappen. Wenn du die Tradition aufrecht erhältst, wirst du unter den Wissenden auch zum Wissenden werden und gesund lernen. Denn jeder kann ein Buch aufschlagen und sagen, ich kann jetzt Auto fahren. Und dann wird er doch am Ende des Tages irgendwann einen Unfall machen, denn er hat nicht von einem Lehrer gelernt. Deswegen ist es wichtig, dieses Wissen, was wir lernen, von Wissenden uns anzueignen, von Lehrern, von Meistern zu lernen, Rabbi. Ganz wichtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen machen, die zu den Wissenden gehören, sich auch weiterhin Wissen aneignen und somit Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen und ihn kennenlernen und das Potenzial, was er in uns gegeben hat, wahrhaftig in seinem Namen nutzen. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha ma salawat.